Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 7. Mai 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Stiergeborenen, etwas ins Licht zu bringen oder etwas präsentieren, die Wahrheit erfahren, die Suche nach die Wahrheit, die Suche nach die Klarheit und Orientierung. Die Stiergeborenen haben zurzeit auch die Bedürfnis, gesehen werden, wahrgenommen werden. Und tatsächlich werden die Stiergeborenen gerade wahrgenommen. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Das bedeutet auch etwas für die Skorpiongeborenen. Die Materie, die materielle Sicherheit und Stabilität, aber auch Körper, wie zum Beispiel Sport, Bewegung, auf dem Körper achten, Ernährung oder Abnehmen, aber auch Naturverbundenheit. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Wassermann. Sonne und Mond steht in Spannung. Diese Spannung kommt von Elementen. Die Tierkreiszeichen Wassermann, wo gerade die Mond bewegt, ist Luftelement. Und wo die Sonne befindet, die Scheinbewegung, die Sonne ist im Stier, ist Erdeelement. Für die Erde ist es zu viel Luft. Das ist wie ein Sturm, das trocknet die Erde aus. Und für die Luftelement ist auch zu viel Erde, das bedrückt etwas. Wir brauchen Ausgleich. Wo finden wir die Ausgleich? Das ist die Feuerelement. Das ist auch die Bewegung, die Begeisterung, all das, was in unserem Herzen liegt. Und diese Begeisterung sollen wir beginnen. Heute ist ein Wechsel. Aber wir sollen darauf achten, dass wir nur auf dem Wesentlichen konzentrieren und da unserem Kraft einsetzen, weil es Spannung da ist, kann dazu führen, dass heute Missverständnisse da ist und eine Auseinandersetzung sollen wir aus dem Weg gehen, damit wir in Kraft bleiben oder wir sollen heute uns durchsetzen. Wenn das zu viel Aufwand ist und zu viel Kraft kostet, dann sollen wir lieber zurückhaltend sein. Ich empfehle heute die Halbedelstein Chalcedon. Diese Chalcedon hilft bei Kommunikation, dass wir die richtigen Worte finden, dass wir uns richtig kommunizieren. Oder manchmal ist es klug, gar nichts sagen, eher schweigen. So haben wir die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Chalcedon verhilft auch dabei, diese Ruhe zu finden und auch die Zufriedenheit. Chalcedon hilft bei Schlafstörungen und bei Albträumen und gibt uns Lebenskraft und Konzentration. Wir sollen Chalcedon einmal im Monat entladen mit fließendem warmem Wasser. Wir können dann im Nacht in eine Schüssel legen mit Hämatit. Und wir sollen aufladen mit Sonnenenergie. Aber darauf achten, dass diese Aufladen, diese Halbedelstein Chalcedon, kurz vor Sonnenuntergang passiert, weil dann nimmt die Sonnenkraft die Sonnenenergie auf. Also kurz vor Sonnenuntergang. Wir können selbstverständlich die Halbedelsteine, auch Chalcedon, mit Mondkraft aufladen. Aber wir sollen immer darauf achten, wo bewegt sich die Mond? Welchen Einfluss hat der Mond gerade? Welchen Themen haben wir zurzeit?
Heute ist die Thema dieser Mondbewegung unserem Ideen umsetzen von etwas befreien, all das, was uns bedrückt. Und diese Befreiung von etwas oder Loslassen, gerade bei diesem Loslassen-Prozess, hilft gerade die Mondkraft, die Mondenergie. Dieser Halbedelstein Chalcedon ist die Stein für Schützengeborenen, Wassermanngeborenen, Zwillingsgeborenen und Skorpiongeborenen. Welche Einflüsse haben wir noch von Sternen? Einmal, da Bich bestrahlt die Mondbewegung, das schenkt uns heute ein bisschen Glück bei dieser Spannung. Und Oculus, das bedeutet die Augen öffnen, die Klarheit etwas klar und deutlich erkennen, etwas klar und deutlich sehen, auch wenn das weh tut, auch wenn das unangenehm ist, auch die Probleme mal anschauen, damit wir das im Griff bekommen. Altair bestrahlt auch die heutige Mondbewegung. Diese Geschichte habe ich oft erzählt zwischen Altair und Vega, die beiden Liebenden, die Hirtenjunge und die Weberin. Diese Liebesgeschichte kommt von der chinesischen und japanischen Mythologie. Aber die Griechen haben das auch beschrieben. Ein talentierter, schöner Mann, Orpheus und Eurydike. Und die Geschichte ist folgendes. Orpheus war der Sänger und er könnte mit seinem Gesang jeder bezaubern, sogar Hades, der Gott der Unterwelt. Und im Unterwelt dürfte niemand außer Hermes betreten. Hermes hat den Zugang gehabt, er ist immerhin der Götterbote. Aber ansonsten dürfte niemand betreten, weil das ist der Bereich der Toten und dann kommt niemand lebendig daraus. Und Hades war von Orpheus Gesang so bezaubert, dass er erlaubt hat, in seinen Bereich, in diesem Todesbereich einzutreten, ohne dass er sterben müsste. Und genau hier im Todesbereich war sein Geliebte, der früher durch einen Schlangenbiss gestorben ist, und das war Eurydike. Und weil Hades so begeistert war von diesem Gesang, hat erlaubt, dass die beiden zurückkehren im Leben. Aber Hades hat zu Orpheus gesagt, Eurydike folgt dir. Sie ist hinter dir, aber bitte nicht zurückblicken, nicht zurückschauen. Bleib im Vertrauen. Wenn du zurückschaust, dann werdet ihr sterben. Und so kehrte beide zurück ins Leben, Orpheus und Eurydike. Und was passierte? Orpheus hat zurückgeblickt und so sind beide gestorben. Jetzt können wir die Frage stellen, warum hat Orpheus zurückgeschaut? Weil er Angst gehabt hat. Angst, ob seine Liebe immer noch da ist. Und diese Geschichte erzählt, wir sollen angstfrei leben, weil das hindert uns. Und wir können nicht befreit zu sein. Und wir sollen ein bisschen weiterdenken, auch dass wir eine Seele haben und diese Seele ist unsterblich. Und wir werden irgendwann dieses Leben verlassen, weil wir werden sterben, das wissen wir auch. Aber unsere Seele lebt weiter. Und wir haben diese Erfahrungen und diese Erinnerungen, auch die Gefühle, was wir hier im Leben hier auf die Erde erlebt haben. Aber nicht zurückblicken und keine Angst zu haben, sondern im Vertrauen bleiben. Und das ist eine Art Befreiung. Und so erzählt diese Geschichte von Orpheus und natürlich Hades,
der in diesem Bereich der Todesreich auch herrscht. Und wie wird das alles auf unserem heutigen Tag? Ich beginne mit Tierkreiszeichen Stier, weil die Tierkreiszeichen Stier steigt in Osthorizont auf, wenn es Sonnenaufgang ist. Die Stiergeborenen brauchen die Klarheit, die Orientierung und sie möchten auch die Wahrheit. Aber es entsteht eine gewisse Spannung. Spannung zwischen Sonne und Jupiter. Und Jupiter ist rückläufig. Diese Spannung kann etwas sein, noch von Vergangenheit. Bei Jupiter ist oft eine rechtliche Lage oder handelt sich um Gerechtigkeit. Und es ist wichtig zum Erkennen bei den Stiergeborenen, dass sie in Wahrheit bleiben, die Wahrheit vertreten und dafür sorgen, dass das Gerechtigkeit läuft. Und diese Spannung ist da. Entweder ist es wichtig für die Stiergeborenen, die Wahrheit suche und das Vertreten, das Vertreten, die Wahrheit, damit die Gerechtigkeit kommt. Es kann alten Themen sein. Oder kann auch bedeuten, dass sie machtlos fühlen, es geht nichts voran, keiner glaubt es, oder es ist immer noch die Ungerechtigkeit und das macht die Stiergeborenen wütend oder enttäuscht, dann ist vielleicht besser das Loslassen und das einfach mal offen lassen oder stehen lassen, damit die Stiergeborenen wirklich im Gleichgewicht bleiben, weil das beeinflusst die Emotionen, beeinflusst die Gefühle. Die Entscheidende ist, lohnt sich dafür einsetzen, kommt die Gerechtigkeit oder es ist besser loslassen, weil es ist sehr mühsam, da die Rechte zu bekommen. Und dann kommen wieder die verletzten Gefühle. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die liebe Partnerschaft. Hier bewegt sich Venus, die Liebesplanet. Aber Venus ist nicht nur Liebe, sondern Venus bedeutet auch Kreativität. Venus steht in Spannung zu Neptun. Das kann Enttäuschungen sein, Enttäuschungen in die Liebepartnerschaft. Oder kann auch bedeuten, dass jemand etwas vortäuscht. Also die Zwillingsgeborenen sollen zurzeit vorsichtig sein, besonders was die Liebepartnerschaft betrifft. Aber Neptun bedeutet auch Kreativität und auch Inspiration und Intuition und Venus auch Kunst und Selbstständigkeit. Also wenn das in diesem Bereich handelt, Selbstständigkeit, eine künstlerische Tätigkeit oder eine kreative Arbeit, dann ist auch möglich, dass die Spannung im Arbeit ist. Keine Verträge, keine Anerkennung. Oder jemand versucht auch etwas täuschen, vortäuschen, also da auch in dieser Berufung gerade vorsichtig sein. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher und wenn sie nicht achtsam sind und überlegen, wo setzen sie ihre Kraft ein und kommen die Einflüsse von außen. Und die Krebsgeborenen meinen, sie müssen überall funktionieren, dann kippt die Gleichgewicht und dann kommt noch mehr Unsicherheit, noch mehr Zweifel und auch Müdigkeit. Es ist wichtig, die Balance zu halten. Also dort, wo wichtig ist, dort einsetzen und Kraft zeigen oder sich durchsetzen, was nicht so wichtig ist, dann lieber das mal lassen, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, da auch aktiv zu sein. Und dann kommen die Krebsgeborenen zur Ruhe. Also das ist auch wichtig, diesen Rückzug, die Ruhe zu bewahren. Was noch wichtig ist bei den Krebsgeborenen, nicht nur heute, sondern in die nächste Zeit, die Werte, die Wertschätzung und die Finanzen. Aber jetzt investieren ist nicht der richtige Zeitpunkt. Da ist die Spannung zu groß und das führt zum Verlust oder eine schlechte Investition. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen brauchen die inneren Gleichgewicht.
Und gerade die Mondbewegung in Tierkreiszeichen Wassermann löst karmischen Themen auf, karmischen Lernaufgabe, die Platz zu suchen im Leben, auch in die Liebe, Partnerschaft, auch in Berufung. Jetzt handeln ist vielleicht nicht die richtige Augenblick, allerhöchstens dort aktiv zu sein, was wirklich begeistert. Wenn das zu viel ist, heute entsteht diese Spannung und das trifft uns alle. Also es ist wichtig, heute wirklich auf die Wesentlichen konzentrieren. Aber karmischen Themen, diese karmische Erinnerungen, das beschäftigt die Löwengeborenen. Vielleicht ist mal auch klug, da Gedanken zu machen oder das als Ziel setzen, wenn es um Berufung geht. Oder in die Liebepartnerschaft nachzudenken, was will das sagen, welche Spiegelung kommt, was sollen wir daraus lernen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren fühlen sich auch ein bisschen unsicher. Sie haben das Gefühl, als hängt alles in Luft. Die verlieren die Boden unter den Füßen. Aber das sind nur Augenblicke im Leben. Es ist nicht schlimm, sondern das mal so akzeptieren, wie das ist. Und in die kommenden Tage, wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Fischen, dann kommt etwas, was spiegelt das Leben für die Jungfrau geboren, dann können sie besser orientieren. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen fühlen sich immer noch beengt im Arbeitsplatz. Das ist vielleicht ein Signal, Gedanken zu machen, was können sie verändern beruflich. Und sie sollen auf die Gesundheit achten. Sie brauchen gerade Luft, Bewegung. Und so kommen die Wagengeborenen im Gleichgewicht. Und ab morgen wird das auch alles leichter fallen und in die Liebe Partnerschaft kommt auch der Glücksmoment. Jetzt sollen wir diese Spannung mal so nehmen, wie das ist und das Beste draus machen. Und Sport, Bewegung in die frische Luft, das hilft auf jeden Fall für uns alle, aber auch für die Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen halten die Balance. Und wichtige Themen sind Liebe, Partnerschaft, aber auch Beruf, Berufung. Und sie können gerade orientieren. Jetzt etwas Neues zu beginnen, ist nicht der richtige Moment. Es ist viel günstiger. Der Zeitpunkt ist besser, wenn die Skorpiongeborenen warten, bis die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Fischen, weil das kommt im Fluss, da sind keine Hindernisse da. Und momentan überlegen, orientieren, was kommt als nächstes in die kommenden Tagen. Gerechtigkeit ist auch ein Thema bei den Skorpiongeborenen. Entweder eine rechtliche Lage oder die Gerechtigkeit. Und da möchten die Skorpiongeborenen einsetzen. Etwas finden die Skorpiongeborenen als ungerecht. Aber sie sollen auf die inneren Gleichgewicht und den inneren Harmonie achten. Es ist Spannung da und wenn sie versuchen, mit Kraft sich einsetzen um die Gerechtigkeit, wenn da wirklich eine Lösung gibt, dann ist das angebracht. Wenn das noch mehr Spannung da ist, dann lieber das Lassen zurückziehen, weil dann bringt das nicht, weil das erschöpft zurzeit auch die Skorpiongeborenen. Diese Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage trifft die Stiergeborenen und die Skorpiongeborenen. Liebe Partnerschaft ist ein wichtiges Thema bei den Schützengeborenen und die haben Glück und diese Leichtigkeit, aber nicht nur warten oder Erwartungen haben, sondern auf anderen zuzugehen. Und Veränderungen, gute Gespräche, das ist zum Erwarten bei den Schützengeborenen. Hier ist keine Spannung. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben die Sehnsüchte und die Wünsche. Jetzt kommt mehr Leichtigkeit, aber auch Lernaufgabe dabei. Diese Spannung ist im Umfeld. Das trifft nicht direkt die Steinbockgeborenen, aber trotzdem sollen sie in Kraft bleiben, in innerer Ruhe und ihren Träume, Visionen ernst nehmen, das als Ziel setzen, da die Kraft einsetzen. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen spüren auch gerade diese Spannung. Es ist vielleicht nicht der richtige Moment zum Handeln.
Es fehlt die Klarheit, es fehlt die Orientierung. Vielleicht diese Klarheit im Inneren suchen, meditieren und abwarten, bis der Zeitpunkt besser ist, Klarheit zu bekommen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sind die Täuschungen, Enttäuschungen im Bereich Liebe, Partnerschaft oder Kunst, Kreativität und Selbstständigkeit. Das ist so ähnlich wie bei Zwillingsgeborenen. Also etwas vorsichtig sein, und wenn es um Vergangenheit handelt und kommen diesen Gefühlen, dann lieber diesen Gefühlen loslassen, wie die Geschichte von Orpheus erzählt hat, nicht zurückblicken, also keine Angst zu haben, sondern das Loslassen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind eher zurückhaltend oder sie brauchen diese Zurückhaltung, aber das ist auch sehr wertvolle Zeit, etwas Neues lernen, etwas gründen oder in die Gründe zu gehen, nicht Gründe zu gehen, sondern in die Tiefe, genau, in die Tiefe schauen, Erkenntnisse gewinnen. Das ist wichtig und so die Gespräche führen oder einen inneren Dialog oder etwas Neues lernen. Und das war mein Tageshoroskop. Und zum Schluss noch die Blitzberatungen. Wie funktioniert das alles? Es sind E-Mail-Beratungen. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail und Sie beschreiben Ihre Lebenssituation. Sie können das auch ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Dann können Sie Ihren Fragen stellen. Und ich beantworte diese E-Mails wirklich blitzschnell. Entweder noch im selben Tag oder alles spätestens im nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.